Hi, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Retro Monkeys. Das ist der liebe Serge, heute in erkältet. Ja, leider. Er hat sich trotzdem aufgerafft, mitzukommen. Da bin ich schon mal sehr stolz auf ihn. Ich bin Tomek. Ich würde sagen, sollen wir direkt durchstarten? Ich würde sagen, wir starten direkt durch und wünschen den Zuschauern viel Spaß beim Video. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. PC-Spiele. Aber 5 Euro ist mir ein bisschen viel. Moin. Moin. FIFA, was gibt's denn Schöneres als FIFA? Morgen. Was soll hier so ein Spiel kosten? Kommt drauf an. Da ist eine Kollektion, sagt er. Ja. Ich weiß nicht, wo da, da steht Collection drauf. Genau, ja? Da wollte er 20 haben. Ja. Für die anderen 15 und das FIFA 5. Okay. Mein Sohn macht das rein. Alles klar, nee, kein Problem. Da bin ich nicht zu schlimm. Alles klar, natürlich. Was soll so ein Spiel sein? Das kleine Monopoly. Das war 5. Mhm, okay. Das Stratego. Daneben. Hier liegt einfach ein Schuh. Da liegt ein Schuh. Das. Offen kosten. Ist das dasselbe? Und das hier? Das ganze untere? Ja. Sie. Vollständig, weißt du das? Ja. Was könntest du noch vom Preis machen? Das scheint mir nicht ganz vollständig zu sein. Drei? Fertig. Hast du eine Tüte? Ja, dann machen wir das. Dann ist okay. Ich glaube, ich habe Kleingeld. Und du hast Kleingeld? Euer erster Verkauf heute? Nein. Nein? Ach, schade, ich dachte, ich hätte den ersten gekauft. Oh, passt das? Das passt nicht, oder? Nein, das passt. Hat keine größere? Okay, dann ist es so. Dann ist es so. Dankeschön. Also, danke. Ciao. Tschüss. Und da ist schon der erste Deal des Tages mal wieder. Und zwar die Panzerschlacht von MB in Form eines Brettspiels. Asche auf mein Haupt. Ich habe gesagt, das ist nicht vollständig, aber ich habe mich da verzählt. Bei den Panzerabwehrkanonen habe ich gesagt, es fehlt eine. Aber es sind doch beide Farben vollständig ja, da. Ich sag mal so, man, ist, ja, halt, ist halt leider so. Man beeilt da, sich, genau. Man zählt durch und denkt so, oh fuck, wo da ist das jetzt? Was. Das Spiel habe ich vorher noch nie gesehen. Ich fand das interessant, einmal A, weil es schon wirklich retro aussieht. Übel. Ich habe irgendwo eine Jahreszahl gesehen, ich habe es jetzt vergessen. Ich glaube 1976 steht hier. Und ich spiele auch auf dem Rechner, WOT, World of Tanks, mein Sohn auch. Wenn da mal wieder irgendwie Strom ausfällt oder sowas, das war noch nie passiert, aber dann könnten wir auch mal offline spielen.
Oder ich. Ja, voll. Also ne, ich mache mal mit dir eine Runde. Das sieht witzig aus. Ne, aber ich glaube, das ist der Typ RU251. Den gibt es beim WOT nämlich auch. Und. Tiger ja. Auch dabei? Ist der nee, einzige, nein. Das ist alles einzige, nach dem Zweiten Weltkrieg. Einzige Panzer, sehe. Den ich kenne. Tiger. Nein, der ist nicht dabei. Auf jeden Fall ein Brettspiel, Gesellschaftsspiel 1976. Wahrscheinlich ein eher seltener Titel, aber. Schönes Retro-Game. Guck mal. Boah, echt? Haben wir eine große? Dann müssen wir hier auch irgendwas kaufen. Ja, dann. Passt das hier mal. Bisschen schräg. Wir sind ein Engel. Ich danke Ihnen. Gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Ihnen viel Erfolg. Alles drin. Woher soll das Lokus sein? 15. Mhm. Lieber, oder? Und das? 80. 80? Ja. Wird, nee, der Preis, der hat sich von was anderem. Ach so, okay. Entschuldigung. Alles klar. Also die liegen zwischen 150 und 80 Euro. Okay, dann mache ich am besten nichts kaputt. Ja, sind Liebhaber. Ja, ne? Okay. Der sieht auch ganz cool aus. Ja. Dankeschön. Danke. Ich könnte so einen gebrauchen. Was soll sowas kosten? 8 Euro. Ist das, darf ich auch mal? Ja, ja, klar. Beschreibung bei funktioniert. Würden Sie auch 5 machen? Ja. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Deal. Wir haben hier einmal einen WLAN-Repeater. Ich habe momentan extrem schlechtes Internet, gerade wenn ich irgendwie auf der Toilette sitze. Welche? Dann switcht er mir immer ins mobile Netz und dann saugt er mir meine ganze Traffic leer. Und ich wollte mal dieses Gerät ausprobieren. Das ist ein Fritz WLAN-Repeater 310. Das Ganze ist vollständig mit der Anleitung. Und sogar, das Gerät ist hier noch mit der Schutzfolie versehen. Also für 5 Euro ist das wirklich ein Schnapper. Ich habe das vorher schon im Internet mal gesehen. Es war mir aber zu teuer zum Testen. Also ich hatte kein Interesse, irgendwie 40, 50 Euro zu bezahlen für ein Gerät, was ich jetzt für 5 Euro bekommen habe. Also von daher ist das echt ein schöner Deal für mich. Oh, wieder ein Messer. Wie wär's mit der Schere? Ja, da haben wir nicht geschliffen wegen Kinder. Ja, auch, ja, auch wegen ihm hier. Ist auch gefährlich. Messer gerade, Schere nicht. Review ist nix zu. Ja. Also die Tasche ist mal richtig stylisch. Lifetech. Die Tasche ist geil. Ja, ich finde die geil. Bei Neo, oder? Guck mal, ein Super Nintendo. Und wer ist der? Weiß ich nicht. Hi. Hi. Was kostet ein Super Nintendo hier bei dir?
aber keine Kabel drunter, ja, null hier. Wie viel? Aber ist schmutzig. Ja, bitte. Wie viel? 13? 30. 30, okay. Was ist das für eine? Ich sehe irgendwie. Ich sehe irgendwie das Modell gar nicht. Bitte? Oder wo sieht man das? Hab schon nie gesehen. Was ist das denn, geht's überhaupt noch an? Was soll denn hier? Das ist kein Film drin, glaube ich, oder? Ist leer. Ah, okay. Der hat übelst abgenommen. Ja, da hat er noch gerne gegrillt. Meinst du, das macht er nicht mehr? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sind wieder wahrscheinlich immer noch, ne? Ich glaube, der hat sich den Magen verkleinern lassen. Echt? Ja. Machen wir zwei für einen, nehme ich sie mit. Okay, nee. Hauptsache weg, ne? Ja. Dankeschön. Zwei Videokassetten. Warum kauft man jetzt Videokassetten? Ganz einfach. Wenn man Filmfreund ist, gerne Filme guckt, egal welches Medium, VHS, Super 8, Disc, Stream oder was es auch immer noch geben mag, das hier sind alte VHS-Kassetten, da wird es halt noch auf Band aufgezeichnet. Diese hier sind, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, original verpackt noch von dem Hersteller Sony. 240 Minuten Laufzeit, also 4 Stunden, das Ganze mal 2. Und die sind eben deswegen jetzt gut, weil sie original verpackt sind und damit. Ich meine, ich sammle die jetzt nicht, aber man hat was Gutes zum Tauschen, wenn jemand mal irgendeinen Film hat oder sonst irgendwie eine Special Edition, die man selber noch nicht hat. Und dann könnte man anbieten, aber ich habe dies hier zu tauschen. Also wir haben jetzt für zwei 1 Euro bezahlt und hätten dann letztendlich vielleicht einen Tauschwert von 10 Euro. Also wenn ich dafür irgendwie eine Special Edition von irgendwie einem coolen Film kriege, dann bin ich schon super glücklich. Ja, mega. Ja, ne? Ist doch gut. Klein, aber fein. Oh, ah, ne, auch Review, okay. Taschen. Kenko. Alter, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Weiß ich nicht. Einfach nur so zum. Sag mal. Ich glaube, für 1 Euro würde ich es mitnehmen. Dann du mach. Für 1 würde ich es mitnehmen. Das war fun. Dummdi-dumm. Der nächste Deal. Und zwar eine Kamera. Kodak Disc 6000. Eine kleinformatige Kamera. Ich weiß gar nicht genau. Also, wir haben sie vorher noch gar nicht gesehen. Da kommt eine Disc rein, okay, der Name verrät es auch, mit Disc 6000. Wie genau die jetzt hier funktioniert, keine Ahnung. So, ich hab auch keine Ahnung. Wir haben sie so aus Neugierde mitgenommen. Wir kaufen ja das eine oder andere Mal schon Kameras. Und hier vorne geht sie auch nochmal auf. Dass die jetzt nichts Hochpreisiges ist, das war uns schon klar. Aber ja.
wir haben sie jetzt so noch nicht gesehen und da aus lauter Neugierde haben wir sie dann einfach mal mitgenommen. Ja, vor allem für einen Euro kann man das ja machen. Noch ein Euro, und, ja. Und da tut sich irgendwas. Drück mal auf den Knopf. Ja, sie funktioniert noch. Warte, ich mache mal ein Bild von euch. Einmal lächeln bitte. Jawohl. wenn du dieses Bild haben möchtest von dir, dann kommentier das einfach unten mal. Wenn dir das Video gefällt, kannst du auch super gerne abonnieren. Und das wird nicht hinhauen, oder? Das werden die durchschauen, oder? Also, wie ihr gehört habt, funktionieren tut das Ganze irgendwie noch. Ob da jetzt wirklich eine CD reinkommt und das dann direkt darauf beschrieben wird. Also, ich kann es mir irgendwie... Aber ich glaube schon. Wie soll es sonst funktionieren? Ich habe keine Ahnung, aber das wäre schon irgendwie... Zukunft. Ja, da bin ich total irritiert. Nee, ich auch mit diesem Minidisc. Da. Naja, wir machen uns noch ein bisschen Gedanken hier. In der Zeit schauen wir einfach noch ein bisschen weiter in dem Video. Genau. Okay? Rotdose, ne? Mit allem drin und dran. Ja. Was soll das? Hallo? Hallo? Wer verkauft denn hier? Ach so, das wusste ich doch nicht, junge Frau. Was soll denn die Brotdose kosten? 9 Euro. Wie viel? 9 Euro. Für 2 würde ich sie mitnehmen. Ich nehme Nagel 9, nicht? Das sehen Sie schon, ne? Deswegen biete ich Ihnen auch 2 Euro. Möchten Sie nicht? Lassen Sie gar nicht mit sich handeln. Dann sollen Sie Ihr Geld bekommen. Was halten Sie davon, junge Frau? Ja, ich muss ja auch mal. Sie müssen auch leben, ne? Ich will auch mal ein Schnitzel essen, nicht nur immer Kotelett. Ah, oh, da haben Sie recht. Ich will auch mal ein Schnitzel essen. Aber Kotelett ist auch nicht schlecht. Aber dann holen Sie sich wirklich einen Schnitzel davon. Ist das versprochen? Versprochen. Okay. Versprochen. Dann lassen Sie sich das Schnitzel schmecken. Alles klar, danke schön. Sehr gerne. Schönen Tag. Ebenso, danke. Ihnen auch, danke schön. Weiter geht's. Und zwar mit dieser schönen Lunchbox von Koziol. Noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, wenn man es genau ausspricht. Koziol oder Koziol. Nee, made in Germany. Koziol, sagen wir einfach mal. Okay. Und zwar eine schöne Lunchbox mit Inhalt. Da ist nochmal eine kleine Brotdose oder sowas drin. Hier noch irgendwie für Oliven oder weiß der Däubel was. Das Besteck, man sieht, das ist noch original verpackt, wie die junge Dame auch sagte, dass es unbenutzt ist. Entweder werde ich das selber für mich benutzen, für die Arbeit. Ja, kannst du da endlich deine Köftespieße da reinmachen? Köftespieße? Nein. Brotdose und Salat oder ich weiß nicht, was kann man für Besteck? Ja, im Prinzip kannst du da alles reinmachen, ob es Brot ist oder ob du hier irgendwie eine Soße. Auf jeden Fall für 3 Euro ist das wirklich ein sehr guter Preis gewesen. Ich habe mich gefreut, die Dame kann jetzt einen Schnitzel essen und damit sind beide Seiten zufrieden. Ja. Denke ich auch, ne? Die Frau freut sich, wir freuen uns und ich würde sagen, guten Appetit. Guten Appetit und weiter geht's. Ich dachte, das wäre ein Buffalo. Nee. Nicht. Nicht alt? Nicht alt. Oh, die, so einen habe ich nie gesehen. Ach, die ist lackiert. Ist angemalt. Ja, die ist lackiert. Das ist eine Spezialedition, ist das. Ja. Mit Nagellack oder was? Nein, das ist mit Metallic-Lack lackiert. Ja. Spezialedition. Ja. Da ist ein Chip drin, da kannst du nicht. Oh, das ist aber verboten. Mein Gott. Ja. Ja. Ausgeludelt. Ja.
Ja, also die ganzen Controller, da sind noch ein paar Memory-Karten, drei Spiele, da drin ist noch ein Spiel. Ja, wenn das Original so wäre, dann hätte ich Interesse, aber... Das Angemalte, nee. Nee, du? Nee. Wie toll soll das Angemalte denn sein? Das ist ja ein bisschen staubig, weil es im Keller lag. Alles, was da ist, 30 Euro. Was heißt alles, was da ist? Ja, also ne, die Controller, die Spiele, da drin ist noch ein Spiel, die Memory-Karten. Also mir ist das zu viel. Mir ist es zu viel? Ja. Okay. Nee, für mich ist es... Nee, weil es ja. Markiert ist. Was soll die kosten? 10. Und? Ja, muss man reparieren. Du willst es verkehrt machen, aber ich glaube, ich brauche einen Nussknacker aktuell. Drei Euro, Entschuldigung, bin ich mehr der Jüngste. 3 Euro. Ich hab das klein. Bloß das klein. Ich finde die witzig. Mir gefällt sie auch gut. Machen wir ohne zu handeln, was halten Sie davon? Dankeschön. Ja, krass. Da hat der Sniper Tomic wieder zugeschlagen. Er hat hier eine schöne Lampe ausfindig gemacht. Die ist mir so nicht aufgefallen, obwohl sie so bunt ist. Also ich wäre dran vorbeigegangen, wie viele andere auch. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch vorbeigegangen wärt oder ob ihr dieses schöne Exemplar mitgenommen hättet. Also ich habe sie, wie du schon sagtest, gesehen, weil sie so schon bunt ist. Hat mich so ein bisschen an Benetton früher erinnert. Ich dachte mir, okay, die könnte so etwas älter sein vom Stil her. Ja, und dann habe ich hier reingeguckt und dann habe ich gelesen Veneta Lumi Serie Z190. Und da habe ich so gedacht, Mensch, da war irgendwas mal, da hast du mal irgendwo, ich weiß nicht. Manchmal gucke ich ja bei eBay einfach so querbeet, weil es mich interessiert. Ich meine, ich habe ja auch die eine oder andere ältere Lampe zu Hause und irgendwas war da. Und ja, dann haben wir nach dem Preis gefragt. Und die gute Dame wollte 3 Euro haben. Ja, 3 Euro. Ja, genau, 3 Euro. Und wir haben dann auch nicht weiter gehandelt. Ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise nicht, weil es uns angemessen erschien, der Preis ja, auch. Voll. Ne? Also so, ist auch mit Leuchtmittel noch dabei. es ist alles in Ordnung, die Fassung ist heile. Ja, ich... Ich glaube, sie ist so aus den 90er Jahren, so vom Stil her und vom Dekor. Und ja. Eine schöne Lampe. Also ich finde gerade den Fuß richtig schön, so schön flach. Also, ist auch Metall. Genau, das ist schön wertig. Und ja, also alles in allem 3 Euro für so eine alte, schöne Lampe. So, das ist auch, finde ich, so typisch so dieses 90er, finde ich, sieht ja, man so, ja, so ein bisschen ja, da drin wieder. Ne? Ja. So. Hast du recht. Und das ist auch sowas, wo man dann eben gerne auf den Flohmarkt geht. Und ja, ich meine, man guckt so und denkt sich, ah ja, das genau. Könnte was sein. Und ja, ist eine schöne, schlichte Lampe im Bund. Und ich glaube, ich werde sie jetzt erstmal selber bei mir hinstellen. Mhm. Ich werde irgendeine Lampe wieder davon wegnehmen. Ich habe ja so ein paar da stehen, bei mir im Büro. Und dann mag ich das nicht so direktes Licht, sondern ich mache mir so ein bisschen indirektes Licht an. Und da tausche ich öfter mal eben die Lampen so durch. So, jetzt kann da mal wieder eine neue hin. Und hast du dich satt gesehen? Und dann ja, jetzt hast du und jetzt diese. Eine schöne alte Retro-Lampe. Aus den 90ern. Funktionieren sollte. Ja, davon gehe ich mal stark von aus. Ja, was soll da dran sein? Der schaltet. Die Birne kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Nein, die Birne ist ja auch egal. Nein, da kann nichts dran kaputt sein. Nein. So, von daher. Und alles in allem ein wirklich super Schnäppchen. Ja, für den Preis hundertprozentig. Und wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ich wäre safe vorbeigegangen. Also,
Was der manchmal sieht, ich denke so, was ist jetzt los? Warum? Mit den alten schlechten Augen und dann guck mal da. So. Ja, die Grünen. Hm? Was für dich? Ja. Was ist denn damit? Gehen, meinst du? Für die Hawks 2. Oh. Würde ich machen. Ja, hier hätten wir einmal einen Tony Hawk für den PC. Ich bin ja leidenschaftlicher Tony Hawks Pro Skater Gamer. E-Sports und so. E-Sports, aber nur. Safe. Nicht in der Halfpipe selber oder sowas? Ach Quatsch, da breche ich mir alle Knochen. Okay. Nein, Spaß, das war echt Spaß. Also ich bin voll der Napp in dem Spiel. Also ich spiele es, aber ich bin ein Noob. Aber ich habe das für den PC kaufen können, Tony Hawk's Pro Skater 2. Das Ganze ist ja, vollständig, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass da noch ein Heft mit reinkommt. Die CD ist okay. Das Ganze hat 1 Euro gekostet und für 1 Euro stelle ich es mir so ins Regal. Alles gut. Mhm. Machen wir das dabei für 1 Euro? Ja. Ja, weil das ja nicht. Kommen wir so überein. Ja, alles klar. Gibst du mir das dann auch mit? Dann würde ich gerade sagen, bevor es in Müll kommt. Okay, danke. Jo. Jo. Ciao. Ciao. Ich war auch fleißig an dem Stand, habe hier ein zerknittertes Ground Control. Big Box PC Spiel noch gefunden. Leider fehlt der Spieleträger drin. Richtig. Also die CD. Sonst ist es vollständig. Ich hoffe darauf, dass irgendjemand es genau umgekehrt hat. Hier ist noch die schöne Anleitung dabei. Das Inlay. Und auch da ist es jetzt so, dass da auch so ein Sammlermarkt da ist von diesen Big Boxen, von den PC-Spielen auch. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie vervollständigen kann oder ob sich jemand vielleicht meldet und sagt, ja, ich habe das Spiel und ich hätte gerne die Box dazu. Die Box ist nicht in so einem guten Zustand, aber auch da 1 Euro. Ich habe da noch was oben drauf gekriegt. Aber und ich muss dazu sagen, als ich das gesehen habe, dachte ich erstmal, was kauft er da für Mist? Aber als ich dieses Lego Technik Auto gesehen habe, ich habe damals genau dieses Modell gebaut. Und das muss, wie alt ist das? 98? Kann das hinkommen? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann du damit gespielt hast. Ja, mit 8 oder so. Ja, dann passt das doch. Ja doch, dann ja. Dann passt das. Dann habe ich doch für dich jetzt Jugenderinnerungen aufgefrischt. Ja, vor 24 Jahren habe ich damit gespielt in meinem Kinderzimmer und habe so... Unbezahlbar ist sowas. Unbezahlbar. Ja, ich habe das auch sogar... Ich hatte auch diese CD. Ich habe es probiert, nur meinen alten Rechner zu installieren. Ja. War nicht aber ging nicht. Naja, das war zu schlecht. Also, Kindheitserinnerungen, alles für 1 Euro. Genau, für 1 Euro. 1 und 1, also insgesamt 2 Euro. Ja, Freunde. Das war's mal wieder. Die Folge ist vorbei. Leider. Wer aber hat an der Uhr gedreht? Kennst du das? Ja, ich kenne das. Okay. Kannst du noch weiter singen? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Richtig. Stimmt es oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Video leider jetzt vorbei. Wir sind alles in allem zufrieden. War eine coole Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Also falls euch das Video gefallen hat, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das Video ein Like schenken könntet. Den Kanal abonniert kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Retro-Monkeys. Bleibt gesund, nicht so wie ich. Ich lege mich jetzt ins Bett. Ich hoffe, dass du mich jetzt nicht angesteckt hast. Ja, ich hoffe es auch. Also, wie ich es ja schon sagte, bleibt gesund und genau. Wir sehen uns die Tage hoffentlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.